Na ja, hoffe, euch geht's gut. Heute haben wir wieder was richtig Schönes für euch. Etwas, das ihr vielleicht auch in Deutschland nur auf Waffenmessen anschauen könnt. Ich muss mich mal schlau machen, inwiefern ihr euch eine in Deutschland kaufen könnt. Aber die Ausführung, die ich hier habe, geht in Deutschland definitiv nicht. Von was reden wir? CZ Scorpion. Los geht's. Hey Friends, I made a video in English. Check it out. Wie immer, Waffen sind entladen und sicher. Die CZ Scorpion. Wo kommt sie her? CZ steht für die tschechische Waffenschmiede. Sie kommt aus Tschechien tatsächlich. CZ macht seit langem extrem gute Waffen, muss man sagen. Preiswerte, auch teilweise ein bisschen Klone von anderen großen, namhaften Herstellern. Also man erkennt immer sofort, wen sie sich da als Opfer gesucht haben. Aber man muss sagen, sie machen ihre Sache echt gut. Und heute haben wir halt, wie gesagt, einen ihrer Top-Favoriten oder ihren Dauerbrenner, die CZ Scorpion hier. Das hier aber mit einer Pistol Brace hier in den USA als Pistole. Abklappbare Schulterstütze. Das ist eine Pistolen-Brace eigentlich, Spange. Also quasi etwas, das sich um den Arm rumlegen soll. Also wie eine Klammer mehr oder weniger. Das ganze Ding ist in 9 mm. 9x19. Subkompakte oder eine kleine Maschinenpistole. Wir gehen mal über ein paar Daten mit euch. Shoutout an Vienna Arsenal und an Bravo Zero 6 und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für Sie und ihn. Gibt verschiedene Längen dazu. Wir haben eine kurze Version mit 410 mm, wir haben aber auch eine lange Version mit 670 mm. Die Waffe wiegt 2770 Gramm. Magazine gibt es verschiedene, dafür gibt es die 10 Schuss, 20 Schuss, 30 Schuss, 50 Schuss und sogar eine 100 Schuss Trommel. Was haben wir hier gerade? Wir haben hier eine 35 Schuss Magazinstange. Die ist hier gar nicht aufgeführt. Ich schätze mal, das ist kein Original, sondern eine für den Aftermarket. Aber funktioniert wunderbar. Ja, ist ein Magpul, deswegen 35 Schuss, also nicht Original CZ. In den USA kriegt ihr die so zwischen 800 bis 1000 Dollar. Das ist eine relativ günstige Maschinenpistole, das muss man schon sagen. Aber ob sie dem Geld gerecht wird, das müssen wir natürlich dann auch auf der Range erörtern. Wir haben hier einen Rückschusslader. Ihr seht's, Verschluss steht offen. Was man an der CZ Scorpion hat, in den verschiedenen Versionen, extrem viele Picatinny-Schienen. Hier haben wir einen anderen Handschutz dran. Die anderen haben auch schon vorne Picatinny-Schienen an den Seiten. Hier haben wir die CZ Scorpion Evo 3 S1. Es gibt auch extrem viele Versionen von der Scorpion. Wir haben hier extra diese. In der vollautomatischen Version schießt sie 1150 Schuss die Minute. Das ist ein Wort. Das ist MG3-Style. Was sie aber drauf hat, sehen wir jetzt im Anschluss auf der Range.